Diesmal habe ich hier eine ganz besondere Geschichte fürs Unboxing, nämlich eine Erweiterung und nicht irgendeine, nämlich eine Dominion-Erweiterung. Ist ja von vielen Spielern sehnsüchtig erwartet. Dominion Abenteuer heißt das Ganze. Und ja, soweit ich das weiß, ist die Veröffentlichung für Anfang September geplant. Also ganz gespannt, also sind nicht nur viele Spieler, sondern auch ich. Deswegen schaue ich jetzt hier sehr fix mal hinein und öffne hier den Karton. Also so früh schon mal einen Blick in diese Erweiterung hineinwerfen. So, weg damit. Ja, und dann mal Deckel gelüftet und dann schauen wir mal, was man hier findet. Also zunächst ganz oben auf die Spielanleitung, die doch etwas umfangreicher hier geworden ist. Also doch einige Seiten mehr als bei vielen anderen Varianten. Und dann gucken wir mal. Also hier zunächst Standstableaus, zwei Stück. Das ist ja zum Beispiel auch nicht in jeder Dominion-Variante mit dabei. So, werde ich jetzt auch einfach mal hier öffnen, diese Standstableaus. Oh, da fallen mir schon etwas größere Spielertafeln in die Hände. Das sind jetzt hier, ja, sieht aus wie ein Pub oder Wirtshaus, ist vielleicht so in dieser mittelalterlichen Welt eher der passende Begriff. Und das Ganze sechsmal in sechs verschiedenen Farben liegt das Ganze vor. Das also das eine Standstableau. Und dann gibt es hier sehr gut herauslösbar weitere Plättchen. Das sind jetzt hier verschiedene Vorteils- bzw. Nachteilsplättchen, wenn ich das richtig sehe. Hier zieht man eine Karte weniger, wenn man Karten nachzieht zum Beispiel. Dann gibt es hier so Plättchen plus ein Kauf zum Beispiel oder plus eine Münze. Also ganz viele verschiedene Sachen und das eben auch in den verschiedenen Spielerfarben. Also da scheint es ein Set jeweils für jeden Spieler zu geben. Ich lege es hier einfach mal so ein bisschen hin für diese Plättchen, dass man das mal so ein bisschen sieht. Die restlichen packe ich jetzt einfach mal zur Seite. Ja, auch diese Tableaus hier natürlich in den Spielerfarben. Ja, dann schaue ich noch mal hier zum Spiel, zur Spielbox selbst. Hier liegt natürlich auch wieder der Sortierstreifen drin. Hier kann man also sehr gut die Karten dann in die speziellen Fächer zuordnen. Das ist ja inzwischen Standard bei den Dominion-Erweiterungen und bei den Ausgaben. Ich schiebe es jetzt hier mal ein Stück zurück, denn hier gibt es jetzt auch wieder verschiedenste Kartenpakete. Ich mache hier gleich mal eins auf. So. Okay, da gibt es jetzt hier zum Beispiel wieder diese orangenen Karten. Die hatte man ja schon auch in vorherigen Ausgaben. Diese Farbe, der Geisterwald, den habe ich jetzt hier übrigens auch wieder sehr schön illustriert. Das kann ich schon mal sagen. Die verlorene Stadt auch hier, das sieht auch sehr schön gezeichnet aus. Ja, Relikte sind dabei, die königliche Kutsche, ganz viele neue Karten. Ich glaube, 400 Stück sind hier drin, Sumpfhexe und so weiter, Schätze. Also das hier einmal so ein Kartenpack. Was haben wir hier? Der Riese ist auch dabei. Also einige sehr schöne Karten, die sehr nach Abenteuer klingen. Das ja auch der Titel der Erweiterung. Und ja, insgesamt vier solche Packen sind hier im Spiel enthalten. Ferne Lande, das ist, glaube ich, so eine, ich mache mal noch einen zweiten auf, eine Kartenart, die in dieser Art und Weise auch schon mal in der Seefahrererweiterung aufkreuzte. Ja, da passt die Hafenstadt zum Beispiel hier auch sehr gut dazu. Also, sehr tolle Karten, muss ich sagen. Und ich suche jetzt mal noch mal ein bisschen durch. Denn hier soll es auch noch, ich mache einfach mal alle Pakete auf, weil ich bin jetzt schon ein bisschen neugierig auf das Ganze. Ja, sehr schön, der Schatzsucher. Wenn das nicht Abenteuer ist, dann weiß ich auch nicht. Und hier gibt es so Karten, die quer gestaltet sind. Das hier mal so ein Quest oder das hier Zuflucht, also so Querkarten.
Auch die sind mir zumindest bislang noch nicht untergekommen. Das sind auch mal ein paar neue Elemente drin. Das muss ja auch bei so einer Erweiterung sein. Hier gibt es ein paar Blankokarten und natürlich die Karten an sich haben die gewohnte Qualität, wie eben bei anderen Dominion-Spielen und Erweiterungen auch. Die Größe ist natürlich auch klar, auch wieder identisch. Und auch hier der Einsatz für die Karten zum hier hineinpacken ist auch gewohnt aufgeräumt, sodass man alle Karten an den entsprechenden Platz sortieren kann. Das ist jetzt hier diese Erweiterung, sehr interessant hier mit diesen Wirtshäusern. Da bin ich mal gespannt, wie die sich auf das Spiel auswirken, was das für eine Bedeutung hat. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon Lust, diese Erweiterung auszuprobieren und vielleicht geht es euch ja auch so.